Hallo liebe Fotofreunde, herzlich willkommen in diesem Video. Heute geht es hier in diesem Video um das aktuelle Adobe Lightroom 2015.6 Update, das am Mittwoch erschienen ist. Die aktuellen Änderungen und Neuerungen in der Software werde ich dir jetzt in diesem Video ganz kurz vorstellen. Am 8. Juni 2016 hat Adobe die neue Version von Adobe Lightroom veröffentlicht. Die neue Version hat den Titel Adobe Lightroom Creative Cloud 2015.6. Was sie alles verbessert hat, was auch nicht, was neu ist, möchte ich dir jetzt hier in diesem Video ganz kurz zeigen. Zunächst musst du die Software downloaden. Das erreichst du über deine Creative Cloud, indem du die Software einfach öffnest. In der Creative Cloud findest du hier deinen Eintrag von Lightroom Creative Cloud 2015. Der dann hier hinten mit einem Button Update versehen ist. Solltest du am Anfang noch kein Update sehen können, musst du eventuell 2 bis 3 Minuten warten, bis sich das Ganze synchronisiert hat. Nachdem sich dann Lightroom 2015.6 installiert hat, kannst du Lightroom hierüber öffnen oder eben das Symbol in einer Taskleiste verwenden oder eben über dein Desktop-Icon die Software öffnen. Nach erfolgreicher Installation und Öffnen von Adobe Lightroom CC 2015 wird man sofort mit einem neuen Startlogo begrüßt. Was mir persönlich aufgefallen ist, dass Lightroom um 50%, jedenfalls auf meinem Rechner, schneller gestartet wird. Okay, ja, was ist neu? In erster Linie werden viele neue Objektive unterstützt, insbesondere die von Tamron. Bei den Kameras wird die PowerShot G7 X2 und bei Panasonic die G8 5 seit neuestem mit unterstützt. Neu ist auch im Adobe Lightroom Creative Cloud 2015.6.6.6 das Panoramen- oder auch HDR-Fotos jetzt direkt von Smart Previews aus erstellt werden können. Das heißt, das Original raus müssen nicht mehr direkt im Zugriff sein. Ich selbst habe es noch nicht ausprobiert, aber anscheinend hat Adobe die Panorama-Funktion auch sonst von Fehlern befreit. Die signifikanteste Änderung ist wohl das Aufsplitten der Objektivkorrekturen. In den Objektivkorrekturen hat man jetzt nur noch die Möglichkeit, hier die chromatische Aberration zu entfernen, die Profilkorrekturen zu aktivieren und das jeweilige Objektivprofil auszuwählen. Ganz klar kann man hier immer noch die Verzerrung und die Vignettierung verändern und das Ganze hier auf manuell umstellen. Und hier die Intensität der jeweiligen Farben der chromatischen Aberration hier in der Intensität eben verringern. Warum sich jetzt hier noch ein Hakenzuschnitt beschränken im manuellen Bereich der Objektivkorrekturen verbirgt, bleibt mir ein Rätsel. Wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr es wisst, postet mir es ganz gerne in den Kommentaren. Als neuer Reiter hier in der Palette hinzugekommen ist der Reiter Transformieren. Man hat jetzt hier die Möglichkeit, die Transformierung entweder auszuschalten, automatisch zu berechnen, die Ebene zu berechnen, vertikale Berechnung oder eine volle Berechnung durchführen zu lassen. Bei der vollen Berechnung heißt, dass er wirklich alle Linien berücksichtigt und die versucht, gerade auszurichten. Des Weiteren geht hier natürlich noch das Transformieren hier auf der manuellen Ebene. Das, was früher im manuellen Bereich gewesen ist, haben wir jetzt hier unten drunter. Weiter unten verbirgt sich nichts mehr. Nein, was hinzugekommen ist, ist dieses kleine Symbol und mit Hilfslinien. Und mit Hilfslinien soll uns jetzt hier die Möglichkeit geben, das Ganze wirklich manuell selber zu gestalten. Ich versuche das Ganze mal. Es wird hier uns noch freundlicherweise eine kleine Lupe beschert. Ich setze hier einfach mal eine Linie an und ziehe die nach oben. So, mit einem Klick auf den jeweiligen Punkt der Linie kann man diese wieder verstellen. Ab 2 Linien richtet Lightroom das Foto anhand der gezogenen Hilfslinien aus. Man kann bis zu maximal 4 Linien ins Bild ziehen. Ich denke, hier mit 3 fahre ich schon ganz gut. Es sieht schon ziemlich gut ausgerichtet aus. Bei dem Foto funktioniert es auch ganz gut. Ich habe hier schon für andere Tests versucht. Mit diesen Bildern, da funktioniert es eigentlich eher schlecht wie recht. Zur Veranschaulichung reicht es vollkommen aus. Und das sind so die wesentlichen Neuerungen. Ich hoffe, ich konnte dir die offensichtlichen Neuerungen in Lightroom CC 2015.6.6.6
ein bisschen näher bringen. Wie gesagt, wo mir positiv aufgefallen ist, ist, dass Lightroom es deutlich schneller starten tut. Die Panorama- und HDR-Funktion muss noch getestet werden. Möchte ich jetzt in dem Video nicht mehr machen, weil das würde wieder den Rahmen sprengen. Die offensichtliche Neuerung ist Objektivkorrekturen, wurde geteilt mit, zwischen Objektivkorrekturen und Transformieren. Transformieren ist ein neuer Reiter in der Werkzeugpalette, da wo man jetzt eben bis zu 4 Hilfslinien ins Foto ziehen kann und Lightroom versucht, an den Hilfslinien das Foto auszurichten. Fassen wir doch einmal zusammen. Die Adobe Creative Cloud 2015 6.6.6 bietet uns folgende Neuerungen bzw. Features. Es werden 2 neue Kameras unterstützt. Es werden etliche neue Objektive unterstützt, hauptsächlich von Tamron. Dann haben wir die HDR- und Panoramenfunktion, die wohl von einigen Fehlern befreit worden sein soll. Zumal die HDR- und Panoramenfunktion jetzt auch mit Smart Previews bedient werden kann. Somit muss ein RAW-Bild nicht im direkten Zugriff sich befinden. Die signifikanteste Änderung ist wohl die Ausbildung der Objektivkorrekturen in 2 Bereiche. Einmal in diesem Bereich, wo sich noch die Profile der jeweiligen Kameras und Objektive sich befinden und zur anderen die chromatische Aberration. In dem anderen Bereich, in dem neuen Reiter, befinden sich dann hier die Transformationswerkzeuge, wo ich mit 4 verschiedenen Hilfslinien versuchen kann, mein Foto auf ganz spezielle Art und Weise auszurichten. Was am Ende allerdings von dem Foto dann noch übrig bleibt, muss selbst gesehen werden. Ich denke, nicht jedes Foto wird funktionieren. Grundsätzlich sollte dieses Update von Adobe wohl eher als Bugfix gesehen werden. Positiv zu erwähnen ist, dass Lightroom jetzt nach dem Update um 50% schneller gestartet wird. Post es mir in den Kommentaren, ob du bereits dieses Update heruntergeladen hast. Post es mir in den Kommentaren, ob es Probleme gegeben hat bei der Installation. Post es mir in den Kommentaren, ob du bereits schon irgendwelche Erfolge mit HDR oder Panoramen erzielen konntest. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich freue mich darauf. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Weiter unten befindet sich der Abonnieren-Button. Nie wieder ein Video verpassen. Auf der rechten Seite befinden sich 2 weitere geniale Videos von mir. Check diese aus. Teile dieses Video mit deinen Freunden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal.